Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lord of the Rings Volume 1. Genau. Gut. So, wir waren im Gasthaus, haben Druin, die alte Saufnase, wieder eingepackt. Achso, und wir wollten noch schauen, was unsere Frau Hexe so an Zeugs dabei hat. So, dann schalten wir zuerst mal auf die Hexe. Und schau mal, was du dabei hast. Du hast nur Essen dabei. Das ist schon mal grundsätzlich löblich. Aber hilft gerade nicht so. Ist sie eigentlich ein Mensch? Oder ist sie ein Hobbit? Wenn sie ein Mensch ist, kann sie eventuell das Schwert tragen. Wer von euch hat noch mal das Schwert gehabt? Ich glaube, Frodo hat es nicht mehr. Mal machen. Frodo verkaufen an die Hexe. So. Geisterruin, Siegelring. Nein. Dann. Moment, das Pferd trägt, glaube ich, das Zeug von Druin. Das können wir ihm jetzt wieder zurückgeben. So, Pferd, was hast denn du alles auf deinem Buckel? Du hast die Stoffbekleidung. Nee, jetzt habe ich ja die Hexe ausgewählt. Egal, gib das mal der Hexe. Mehr hast du jetzt nicht. Dann nochmal zurück. Dann möchten wir schauen, was Druin. Nee, Druin hat auf jeden Fall kein Schwert. Pippin, hast du das Schwert? Du musst mal auch verkaufen mit der Hexe. Das müssen wir dann wieder richtig schieben. Du hast das Schwert. Okay. Dann, das Inventar ist ein bisschen kompliziert, aber das kriegen wir hin. So, dann handeln wir als Hexe. So, und als Hexe darfst du jetzt Anduin die Axt. Nee. Ach Mann. Ich hab's verbockt. So, als Hexe darfst du handeln mit Druin. Und Druin gibst du bitte wieder die Axt. Und die Stoffbekleidung geben wir mal an Frodo. Der bekommt immer als erstes aufs Mundwerk und das gefällt mir gar nicht. Deswegen soll er mal das Stoffzeug anziehen, falls ihm das passt. So, und die Hexe, kannst du das Schwert verwenden? Ja, kann sie. Sehr schön. Dann hast du auch eine vernünftige Waffe. So, bist du eigentlich wirklich eine Hexe? Ja, sie kann erleuchten. Das ist, glaube ich, einfach nur Licht machen, aufschließen. Das ist magische Schlösser öffnen. Ja, Winterfrost ist irgendein Angriffszauber, Gegenzauber, weiß ich nicht mehr. Und sie kann halt diesen Standard-Hilfespruch. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zu Frodo, genau. So, Frodo. Du sollst bitte die Stoffkleidung anziehen, falls du das kannst. Nee, kann er nicht. Nee, doch, kann er. Sehr schön, hat funktioniert. Gut, dann hast du Rüstung. So, dann können wir weiter uns auf die Suche machen nach dem, was wir gegen das Gespenst tun können. Denn laut Handbuch ist in dieser Brandy Hall der Schlüssel für die Heckentür. Und die Heckentür führt in den alten Wald und da müssen wir eigentlich hin. So, also müssen wir irgendwie an der alten Dame vorbei. Wer bist denn du? Du bist nur ein Hobbit. Naja, okay.
sind wir irgendwie kein Stück schlauer. Was wir nochmal probieren könnten, wäre, ob wir mit Sams Charisma, haben wir schon diverse Leute bezirzt, ob wir sie damit irgendwie positiv stimmen können und dann zumindest mal reinkommen zu dem Geist und dort erfragen können, was er denn haben möchte. Oder irgendeinen Hinweis finden. Oder mir würde es ja auch schon reichen, wenn wir einfach nur das Bücherregal gucken könnten. Wir schauen. So, wir müssen, glaube ich, die übernächste links. Genau, da ist so ein bisschen Knick im Weg. Genau, das ist noch die falsche Abzweigung. Dann gehen wir nochmal runter. Sind wir überhaupt noch? Ja, wir sind noch vollzählig. Ja, Pony ist auch noch da. So, dann nochmal zur Brandy Hall. Dann nehmen wir uns die alte Dame nochmal zur Brust. Weil zur Brandy Hall steht das halt in der Beschreibung, dass dort der einzige Schlüssel gelagert wird. Und den hätten wir gerne. Ich kann mich auch an diese Atelwin oder wie die Dame heißt, gar nicht erinnern, ob die in den Büchern wirklich vorkommt oder einer der zusätzlichen Charaktere ist. Das weiß ich nicht mehr. Beim Klosar vom Handbuch wird sie zumindest mal nicht erwähnt. Aber das heißt ja noch nichts. So. Guten Tag, gute Dame. So, dann versuchen wir mal den Charisma-Spruch von, oder die Charisma-Fähigkeit von Sam. Scheint ja so ein kleiner Herzensbrecher zu sein. Er hat ja sogar von Rose ein Geschenk bekommen. So, Sam, du kannst Charisma. Ist das nur, weil du nicht nah genug dran bist? Aber wir machen Sam mal zum Anführer. So, dann arrangieren wir uns nochmal neu. Und Sam geht bitte mal ganz vorne hin. So, dann versuchen wir das nochmal. So, wir sind jetzt direkt Sam. Sam Charisma. Aha. Nach einem langen Gespräch mit Esmeralda führst du viele gute Gründe auf, weshalb man dich in Brandy Schloss einlassen sollte, selbst wenn es dort spukt. Sie lässt dich eintreten. Danke, Sam. Können wir jetzt wirklich rein? Ja, wir können jetzt wirklich rein. Okay, könnte mal bitte auch wirklich jeder reinkommen? Sehr schön. So, dann möchte ich zuerst mal Frodo wieder zum Anführer machen. So. Dann können wir mal versuchen, mit dem Geist zu reden. Scherben von zersplitterten Pfeifen liegen unter Stößen von abgenutzten Büchern aus der Bibliothek. Eines davon liegt offen auf dem Tisch. Wo ist meine Pfeife, ruft ein Geist. Als du dich den Büchergestellen näherst, bewirft dich der Geist mit Pfeifenscherben. Du kannst die Bücher nicht anfassen. Okay, das scheint ein übler Raucher zu sein, unser Gespenst. Ich weiß, dass wir in einem der Läden auf der anderen Seite des Flusses hatten wir mal Pfeifen Tabak zum Kaufen bekommen. Aber er fragt ja nach einer Pfeife. Na gut, wenn er hier eventuell gewohnt hat, sollte man hier vielleicht auch mal eine Pfeife finden. Gibt es hier irgendwas zu mitnehmen? Nein, gibt's nicht. Wenn wir Wahrnehmung machen? Nein, auch nicht.
Okay. Dann schauen wir mal, was es hier im Keller gibt. Vielleicht hat man ja da Pfeifen gelagert. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir eine Pfeife herbekommen sollen. Vielleicht kann man sich in der Taverne was ausleihen, weil da roch's ja auch nach Pfeifentabak. Wer schläft denn im Keller? Okay, es sind ja Hobbits, von daher. Wow, sind hier Leute. Aber ist ja auch ein Schloss. So, wer bist denn du? Reden. Saradok, der Name sagt mir was. Du solltest eigentlich nicht hier sein. Im Haus ist dein Geist. Ja. So, unwürdiges Ding. Mit einem Geist im gleichen Raum kann man nicht lesen und ich habe gerade einige der Bücher deines Onkels gefunden. Stimmt, Bilbo hat einiges an Tagebüchern, glaube ich, auch geschrieben auf seiner Reise im kleinen Hobbit. Da sollten wir auf jeden Fall schauen. Dann fragen wir immer nach Bilbo. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich weiß, ich habe etwas Pfeifenkraut herumliegen lassen. Oder irre ich mich? Wenn du Pfeifenkraut hast, hast du vielleicht auch eine Pfeife? Na gut, da sagt er wieder dasselbe. Scheint auch ein Raucher zu sein. Nein, am Vernehmen können wir hier nichts. Was sagt die Wahrnehmung? Aha. Du siehst Gegenstände, die vielleicht nützlich sein können. Eine Pfeife. Sehr schön. Das Kraut nehmen wir auch mit. Sorry, Sarah, Doc, wir bringen deine Pfeife vielleicht zurück. Eher nicht. So, dann haben wir uns da schon mal unbeliebt gemacht. Wer bist denn du? So, reden. Fetti. Hi, Fetti. Hallo, hast du den Geist schon gesehen? Das ist so ein Ding. Ja. Kannst du uns was über den Geist erzählen? Ein seltsamer Fund in einer Bibliothek, nicht wahr? Das ist fantastisch. Ah, du bist ein bisschen anders. News gibt es dann mal wieder keine. Können wir dich aufnehmen? Nein. Okay. So, wir haben aber eine Pfeife für den Geist. Vielleicht geht er dann uns nicht mehr länger auf den Geist. Denn die Bücher scheinen ja offensichtlich wichtig für uns zu sein. So, könnt ihr mal bitte, oder könntest du mal bitte aus dem Raum da rauskommen? Komm, du schaffst das. Komm, ja, genau, sehr schön. So, hier unten ist dann niemand mehr, aber wir sehen Gegenstände, die vielleicht nützlich sein könnten. Silberpfennige. Na gut, da sind wir dabei. Ah, da ist noch eine Truhe, was? Schauen wir mal noch kurz da. Nehmen? Nee. Wir lassen mal Pippin ran mit seinem Schloss öffnen. Aber bisher hatten wir doch immer irgendwie einen Hinweis bekommen, dass eine geschlossene Truhe ist. So, Pippin. Aufbrechen. Nein, okay. Dann ist da nichts für uns drin. Wir haben ja schon ein paar Pfennige abgegriffen. Vielleicht waren die auch schon aus der Truhe. Das kann ja auch sein. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Drohen, du schaffst das. Komm. Komm, Drohen. Sehr schön. Alte Saufnase.
So, mit Huhn dürfen wir in kein Gasthaus mehr rein. Ah, oh Mann. So, dann versuchen wir jetzt mal, dem Geist die Pfeife zu geben. Und hoffen, dass er uns dann zu den Büchern lässt. So. Zack. Ja, genau. Scherben zersplittert, alles kaputt. Wir dürfen nicht zu den Büchern. Das hatten wir schon gelesen. Dann machen wir mal verkaufen an Geist. Wir haben auch eine Geisterrubin. Aber eigentlich hat er nach einer Pfeife gefragt. Ja, wir wollen ihm die Pfeife geben. Der Geist zündet das Pfeifenkraut an, gibt einen genüsslichen Seufzer von sich und löst sich in nichts auf. Das war ja einfach. So, jetzt wird es zum Glück erst dunkel. Geisterstunde haben wir gut überstanden. So, dann machen wir hier mal. Im letzten Bücherregal hatten wir, glaube ich, Wahrnehmung und Lesen gemacht, ne? Wir machen zuerst mal Lesen. Du liest in Amonsul, jetzt Wetterspitze genannt, führt eine geheime Treppe in den Tunnel der Gefahr. Ich glaube, das schreibe ich mal auf. Wobei, Wetterspitze, das war doch... War das nicht der Berg, in dem auch Smaug war? Also quasi das Finale vom kleinen Hobbit? Ich schreibe das trotzdem mal auf. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt für uns relevant sein wird, aber man weiß ja nie. So, okay, das war nicht sehr hilfreich. In einem der Tagebücher, das von dem Geist auf den Boden geworfen wurde, steht: Im Süden und Osten des alten Waldes soll die Begräbnisstätte des Quellsteins liegen, einem Artefakt aus den alten Zeiten, der vor langer Zeit auf einem Hügel begraben wurde. Das könnte eher wichtig sein, denn wir sind ja auf dem Weg in den alten Wald. So, also im Süden und Osten des alten Waldes, Begräbnisstätte, Quellstein. Okay, das könnte wichtig werden. Also das ist dort begraben. Wir haben eine Schaufel. In der Nähe des Wasserfalls ist der versteckte Eingang zur Höhle von Weidenwinde, einem der ältesten und schlauesten Geister in Mittelerde. Er hilft den Reisenden, aber verlangt oft einen hohen Preis. Nähe des Wasserfalls. Höhle von Weidenwinde. So, das habe ich auch mal notiert. Eine Geschichte, die ein Hobbit für seine Kinder niederschrieb, sagt: Der Einzige, der dem Weidenmann unter den Bäumen des alten Waldes in Boshaftigkeit nachsteht, ist die alte Erle. Sie fürchtet sich vor nichts außer vor ihrem Erzfeind. Hä? Der Einzige, der dem Weidenmann unter den Bäumen des ältesten Waldes in Boshaftigkeit nachsteht, ist die alte Erle. Sie fürchtet sich vor nichts außer ihrem Erzfeind. Also die alte Erle ist irgendwie böse und sie hat einen Erzfeind, den wir nicht kennen, okay. Ach so, der Erzfeind ist vielleicht dann der Weidenmann. Da könnte irgendwie ein Schuh draus werden. Okay. War semi-hilfreich. Ach so,
Erzfeind, die alte Roteiche ist der Erzfeind. Ihre Wurzeln kämpfen seit Jahrhunderten miteinander. Okay. So, das ist auch notiert. Auf einem Fragment des Tagebuchs steht, man empfängt seltsame Träume im Hause von, doch die Seite ist zerrissen. War das nicht das Haus von Elrond, wo man geträumt hat? Von dem war ja auch schon die Rede. Behalten wir im Hinterkopf. Also seltsame Träume im Haus von. So, ist notiert. Um aus dem Labyrinth des alten Waldes zu entkommen, finde die Ruinen in der nordwestlichen Ecke, gehe nach Süden, dann Osten, bis es nicht mehr weiter nach Osten geht, dann nach Süden und folge dem Pfad langen, sich windenden Pfad. Okay, das schreibe ich mal mit. Denn den alten Wald wollen wir ja, dass da ein Labyrinth ist, das war mir nicht bewusst, aber okay. Wir gehen zuerst in die nordwestliche Ecke. Da sind dann Ruinen. Dann gehen wir nach Süden. Osten. Dann nach Süden. Und dann dem langen, windenden Pfad folgen. So, und dann schlage nicht die Wege nach Osten ein. Die richtige Straße geht nach Süden und macht viele Bögen. Okay. Okay, ist notiert. So, das war's schon mal fürs Erste. Dann schauen wir mal mit Wahrnehmung, ob wir noch irgend sonst was finden. Stimmt, wir haben ja noch gar nicht den Schlüssel. Mit Wahrnehmung können wir ja nichts finden. Ha. Zumindest ist die alte Dame weg. Weil sogar im Handbuch steht, dass es hier den Schlüssel irgendwo gibt. Okay, dann sollten wir nochmal in den Keller und dort nochmal intensiver Wahrnehmung verwenden. Ich könnte mir dann vorstellen, dass dann bei Fetti vielleicht... Ah, da ist jetzt die alte Dame. Ist sie jetzt vielleicht ein bisschen gesprächiger? Vielleicht hat sie auch den Schlüssel. So, reden mit Esmeralda. Stört mich nicht, wenn ich in der Küche bin und sollte ich dich beim Pilzesammeln erwischen? Ah, wir fragen mal nach dem Schlüssel. Das Ü war nicht existent. Nee. Da kann sie nichts zu sagen. Sagt noch nicht mal danke, dass wir den Geist losgeworden sind. Naja. So, dann nochmal runter. Mal schauen. Komm, spiel das ein bisschen schneller. So, dann schauen wir zuerst mal bei ihm im Zimmer mit Wahrnehmung vorbei. So, machen wir Wahrnehmung. Du siehst Gegenstände, die vielleicht nützlich sein können. Sehr schön. Und was?
Eine Flasche. Frag mich nicht, für was wir eine Flasche brauchen. Wir haben jetzt eine Flasche. Und sollten wahrscheinlich jetzt mal Frodos Inventar noch mal ein bisschen entlasten. Machen wir verkaufen an... An. Gib mal Pippin irgendwas ab. Die Schaufel und das Brecheisen. Das Pfeifenkraut. Und die Flasche. So. Hat da nochmal ein bisschen aufgeräumt, aber eine Flasche ist kein Schlüssel. Scheibenkleister. Ich hatte eine kurze Hoffnung. Na gut, dann gehen wir noch ins Badezimmer. So, Badezimmer, Wahrnehmung. Sollte man nicht unbedingt in jedem Badezimmer machen, aber wir trauen uns mal. Da. Doch, da ist was. Du siehst etwas in der Badewanne glitzern. Wird's eklig oder geht's noch? Nee. Okay, wir finden den Torschlüssel in der Badewanne. Ist irgendwie logisch, oder? Gut, dann haben wir alles gefunden, was wir haben wollten. Oder zumindest von dem wir wissen, dass wir es haben wollen. So, komm, Ponys gehören nicht ins Badezimmer. Echt nicht. Kommst du mal bitte raus? Sehr schön. Gut, dann schicke ich euch in die Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vor dem Heckentor wieder und starten in den alten Wald. Bis gleich.